Leute und herzlich willkommen zu meinem achten Let's Play Flight Simulator X. Ich bin hier in einer A380 von Lufthansa und zwar auf einen Wunsch eines Zuschauers. Und die sieht wie die 747-8i, mit der ich im letzten Part geflogen bin, auch richtig geil aus. Hier wie zum Beispiel mit dieser kleinen Minimap oder hier mit dem Laptop. Und ich will jetzt auch hier nicht so viel rumpalabern, denn ich glaube, ihr kennt die Maschine auf jeden Fall. Ja, wir stehen hier, wie ihr auch hier hinten schon seht, auf dem Frankfurter Flughafen. Und wir wollen heute mal zum Londoner Airport Heathrow fliegen. Und, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ach nee, das ist ja blöd, so eine kurze Strecke und so. Aber wenn ich so eine lange Strecke fliegen würde, wie zum Beispiel die Lufthansa mit dem A380 normalerweise fliegt, zum Beispiel nach San Francisco oder nach Tokio, das würde ein bisschen lange dauern, so ungefähr eine Stunde oder noch länger. Und deshalb fliege ich heute mal nicht so eine lange Strecke, ja, damit es auch nicht so langweilig wird. Genau, also ich habe mir gedacht, sozusagen wie so eine kleine Teststrecke. So, die Flugroute, wie ihr seht, habe ich wie immer habe ich schon gemacht. So, jetzt müssen wir noch den Autopiloten einstellen hier. Ich bin lange nicht mehr mit dem Autopiloten geflogen. Flight Director ist das. So, jetzt müssen wir hier noch die Geschwindigkeit. Ich glaube, bei dem großen Ding, können wir schon so 130 oder machen wir einfach mal 120, so. Und ja, ich würde einfach sagen, 20.000 Fuß müssten reichen. So, gut. Jetzt müssen wir noch die Flaps runterfahren, damit das hier, das Riesenbaby, auch hochgeht. So. Ah, die Lichter hätte ich fast vergessen anzumachen. So, das funktioniert hier auch ganz gut. So. Ich hoffe, dass die, dass in diesem Let's Play das hier auch alles funktioniert. So, jetzt können wir Schub geben. Und so, dass es hier auch alles funktioniert, weil im letzten Part ist das ja leider mit dem Gras und so, hat sich das ja total schlecht generiert, die Häuser, das war total doof irgendwie, fand ich. Naja, und ich hoffe, diesmal funktioniert das alles ganz gut, dass es schon gut realistisch ist. So. 100. Oh, ich glaube, hier kommt man nicht mit der Perspektive so weit. So. Bei 160, 170 Knoten können wir wieder abheben, wie immer. So, oh Gott, das sehe ich gar nicht. Müsste ein bisschen. Mid one. And rotate. So, jetzt circa 10 bis 15 Grad nach oben neigen. Kennt ihr ja alle schon. So. Und dann fliegt das Ding hier auch nach oben. Fahrwerk können wir einfahren. So, das sieht doch schon mal richtig geil aus. Ich war nämlich auch übrigens vor kurzem. Ups. Klappen können wir wieder einfahren. Ich war nämlich übrigens auch vor kurzem auf dem Flughafen Frankfurt. Also das wird jetzt bestimmt nicht so viele interessieren. Aber ja, das Einzige, was ich ein bisschen schade finde dort, also das ist richtig hammergeil, wir haben auch so eine Rundfahrt dort gemacht, den A380 gesehen. Ja, das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass die Besucherterrasse, die ist nicht so an einem perfekten Punkt, also wenn man die Flugzeuge dann landen, also die sieht man landen logischerweise, aber wenn man die filmen will, wird das ein bisschen ungünstig. Aber trotzdem war es eine richtig geile Idee und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So, ich glaube, jetzt können wir hier langsam mal. Können wir mal langsam mal den Autopiloten einschalten? So, GPS, bla bla bla. Zack, zack, was ist das? Navigation,
Einschalten. Ach so, hier müssen wir noch. So, 1500. So, der muss nicht so schnell steigen. Wieso geht er jetzt wieder runter? Ach so, der fährt die Kurve. Oder doch nicht? Oder doch? Hä? Ach so, wir sind hier ein bisschen vom Kurs abgekommen. Das Praktische ist auch, wenn man hier draufklickt, dann kommt nämlich auch gleich das GPS, was jetzt nicht funktioniert. Ganz toll. So. Naja. Gut. Müssen wir halt mal ins Cockpit gehen. Das müsste hier aber funktionieren. Ja. Das sieht ganz gut aus hier. So, wenn wir jetzt um die Kurve rum sind, dann können wir eigentlich auch die Geschwindigkeit, also die Simulationsrate, dann mal verschnellern. Oder heißt das überhaupt so? Verschnellern? Vermaximieren. So. Naja, im Moment lädt es ja noch einigermaßen gut hier. Sehen wir auch die schöne Skyline von Frankfurt. So. Sieht natürlich auch immer richtig Hammer aus, wenn das Ding in der Kurve liegt hier. So. Jetzt sieht es doch eigentlich ganz gut aus. Hier können wir vielleicht mal hier, ja, so sehen wir mehr, so sehen wir mehr. Ups. So, jetzt können wir das eigentlich mal hier verachtfachen erstmal vielleicht. Oder ist das jetzt doch zu schnell? Stürzt das Ding dann ab? Ich hoffe nicht. So. Dann mache ich jetzt einfach mal 16 Mal. Ich hoffe, das passt. So, gut, das ist jetzt eigentlich logisch, dass das jetzt hier nicht so generiert. Ich hoffe trotzdem, dass es dann später funktioniert. Naja. So, mal schauen, wo wir sind. Können wir ja uns eigentlich auch mal von ganz oben anschauen. Ups. So. Hier müsste doch dann Frankfurt. Genau, das ist der Flughafen hier. Hier ist Frankfurt. So, und hier wollen wir hinfliegen. Also das haben die wirklich richtig geil gemacht. Die Welt hier, das ist richtig cool animiert. So, jetzt kommen wir in verpixeltes Gebiet hinein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sieht ganz schlimm aus. Ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Oh mein Gott, ich hoffe, das funktioniert diesmal. Naja. So, mal schauen, ob das GPS jetzt funktioniert. Ja, das sieht gut aus. Weiter weg, weiter weg. So. Also wie ihr seht, habe ich hier so eine kleine Einflugschneise oder wie man das auch immer nennt, gemacht. Also ich hoffe, diesmal funktioniert das, ist das hier, dass das lang genug ist, weil sonst hatten wir immer richtiges Pech und das war dann wirklich blöd, wenn wir immer im Sturzflug runtergeflogen sind. Ja, das war immer nicht so gut. Ja, naja, ich hoffe, diesmal funktioniert's. So wie ich sehe, müssen wir jetzt auch gleich hier nicht auf dem Meer, sondern gleich ins Meer stoßen. So. Also, das ist schon wirklich, also wenn man sich das mal anschaut, das ist schon wirklich ein Riesending hier, ey. Das ist schon echt krass. So, ich hoffe, dass das eine gute Landung wird. Ich überlege jetzt auch, wie immer, ob ich jetzt wieder eine Außenansichtlandung oder doch lieber innen oder hoch oder runter. Aber ich glaube, ich mache mit der Außenansicht eine Landung. Das sieht dann richtig geil aus. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, mit welcher Ansicht war das nochmal? Mit der Ansicht, wenn sich hier an der Seite diese Dinger, ich weiß jetzt auch nicht, wie die heißen, wenn die sich dann bewegen, das sieht immer richtig cool aus. So, wenn wir jetzt die Kurve drehen, würde ich auch mal
langsamer machen? Oder ist es noch in den Weichen? Naja. Auf jeden Fall mache ich mal Simulationsrate 2. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen dauern hier. So, lade. Nee, da kann man eigentlich auch gleich mal normal machen. So, das kann man das hier kleiner machen? Ja, genau. So, das klappt doch ganz gut. Machen wir das hier mal an die Seite. Und dann würde ich auch mal die Geschwindigkeit hier verringern, weil das ist wirklich ziemlich schnell, also 200 Knoten. Oder machen wir einfach gleich mal die Endgeschwindigkeit so. Das müsste reichen. So, und jetzt runter geht's. Mache ich einfach gleich mal 0 Fuß, sonst bewegt sich das Ding nämlich immer überhaupt nicht. Und das kotzt mich ehrlich gesagt wirklich an. Das nervt ein bisschen. So. Sieht man denn von hier schon Flughafen oder irgendeine schöne Sehenswürdigkeit? Ja, hier sieht man nämlich den London City Airport, fällt mir gerade auf. Oh, das finde ich ja cool. Das lädt ja jetzt hier. Geschafft, können wir noch nicht sagen. Aber schon mal den ersten Teil hinter uns. Ah, hier vorne ist der Flughafen jetzt. So. Hier ist der London City Airport. Hier bin ich nämlich auch schon mal geflogen. Och, wie doof bin ich denn gelandet? Also ich nicht, aber mit einer Maschine logischerweise. So, jetzt sehen wir vielleicht hier sogar noch ein paar Sehenswürdigkeiten hier. Es ist doch schon die Tower Bridge, oder? Das müsste die Tower Bridge sein. Hier, cool. Hier sehen wir sogar dann das London Eye. Ah, jetzt haben wir hier eine gute Sicht. Hier ist, wie heißt das denn? Also hier, wer sieht, Big Ben. Dann London Eye. Nicht Golden Eye. So, die Brücke sehen wir logischerweise. Ah ja, und das ist doch hier der London Tower. Das ist der London Tower und dann kommt die London Bridge. So, jetzt sehen wir sogar schon hier unsere... Wie hoch sind wir denn? 16.000. Das wird knapp, oder? Naja gut, hier vorne kommt da erst diese Dinger da. Naja, ich hoffe, das funktioniert, aber ja. Es sieht noch gut aus. Oder sollte ich das vielleicht mal ausschalten, die... Ja, ich glaube, ich schalte es mal aus. So, mache ich mal Pause. Ich schalte jetzt wirklich mal lieber Flight Direct. Kann ich anlassen, oder? Naja, ich mache lieber aus. So. Ist es jetzt an oder aus? Ich mache es lieber aus. So. Lädt das jetzt mal? So, gut. Jetzt können wir die Geschwindigkeit mal runter machen. Funktioniert der Joystick jetzt? Ja. So, Flaps 1 mache ich mal runter. Ach, was ist denn jetzt schon wieder los? Im Ernst jetzt? Na, da muss ich die Klappen hochfahren. Also jetzt fahre ich sicherlich noch nicht das Fahrwerk aus. Das ist auch praktisch, dass die hier das ansagen. Da könnte man doch eigentlich mal hier diese Dingstaste anschalten, oder? Die... Nee, wo ist denn das jetzt? Nee, bin ich jetzt zu doof? Nee. Ich wollte jetzt eigentlich... Ah, mir fällt hier gerade ein, vielleicht... Guck mal, die Scheibenwischer. Naja, egal. Scheibenwischer brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ups. Okay, jetzt reißen wir, jetzt fahre ich mir lieber alles runter. Macht man zwar normalerweise nie. Doch, Fahrwerk habe ich doch jetzt ausgefahren. Das meckert der denn jetzt schon wieder rum. Naja, wir sind jetzt wie immer im halben Sturzflug. Also das muss ich wirklich nochmal ein bisschen üben. Oder ein bisschen besser einstellen hier. Also... Das funktioniert immer nicht so gut. So, oh Gott. Crosswind Landing habe ich jetzt eigentlich nicht vor. Aber ich hoffe, dass das jetzt lädt. Sonst krieg ich einen Anfall. Och, Menno. Das sieht auch immer richtig geil aus hier an der Seite, wie sich die Dinger bewegen. Das finde ich auch immer richtig cool. Oh.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, sind wir hoch. Wir sind ganz schön hoch. So, ich versuche jetzt nochmal wie das letzte Mal mit dieser Trick mit der Karte. Wenn ich jetzt auf Karte gehe, vielleicht lädt das da ein bisschen. So, wir sind ja immer noch nicht hier in diesem grünen, in dieser grünen Einflugschneise. Naja. Gut. Lädt das jetzt ein bisschen hier? Sehen wir vielleicht noch ein paar Sehenswürdigkeiten. So, jetzt sehen wir hier es noch von hinten ein bisschen hier. Ah, jetzt lädt es. Jetzt fängt es an zu laden. Hier Big Ben nochmal von der anderen Seite. Ah, hier The Gherkin. Ups. Oh, so kann man es natürlich auch sehen. Da sehen wir gleich beides. Gherkin, Tower Bridge, was ich euch vorhin schon gesagt habe. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, ich hoffe sowas von, dass das jetzt lädt. Ich hoffe es einfach. Es macht nämlich einfach keinen Spaß, wenn man dann über eine flache Fläche fliegt. Das ist auch total sinnlos. Das ist unrealistisch. Ich meine, ja, Punkt. Es ist einfach so. So, wir sind immer noch zu hoch. Flaps sind voll ausgefahren. So. Naja, eigentlich sieht es doch ganz gut aus. Im Moment würde ich hier jetzt nochmal von innen machen, aber ich werde dann rausgehen zum Fliegen. Also rausgehen, was heißt rausgehen? Ich werde die Außenansicht einschalten. Ups. So. Das hatte ich aber so nicht geplant. So, wie ihr seht, habe ich das jetzt hier ein bisschen laden lassen. Also die Häuser haben sich jetzt hier generiert und das sieht ja jetzt wirklich auch einfach viel besser aus. So. Jetzt muss die Landung nur noch perfekt sein, dann ist eigentlich alles gut. So, also wer den Trick, ich nenne jetzt einfach mal den Trick, wer das jetzt noch nicht kennt. Also Umschalt nicht, sondern Shift und 9. Dann kommt dieses kleine Fenster hier unten, da sieht man dann, wie schnell man fliegt und die Höhe und so weiter. Das benutze ich jetzt eigentlich immer, weil ich finde es einfach praktischer. Und da muss man nicht immer ins Cockpit schauen und ja, ich finde es einfach ziemlich praktisch. 1000. So. Ein bisschen runtergehen hier. So. Five hundred. Lade, Manu. Naja. So, ich glaube, die Mitte, die habe ich jetzt ganz gut abgeglichen. 200. Schatten kommt auch immer näher. 100. 50. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, okay, ich weiß jetzt gar nicht, wieso der hier zur Seite abgedriftet ist. Aber ich glaube, die Landung war eigentlich ziemlich leicht. Leicht. Die Landung war ziemlich sachte, sagen wir es mal so. So, ich glaube, dann nehmen wir gleich mal hier die Kurve. Ups, 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 ups. Immer zu schnell, immer zu schnell, immer zu schnell. Nein. So, ich bleib jetzt mal kurz hier stehen. Bitte, stopp, stopp. Ah, stopp, verdammt. So, die Klappen können wir nämlich jetzt mal ganz hochfahren. Bremse mache ich mal hier rein. So, und jetzt drücke ich einfach nochmal P. Und warte, ehe sich das generiert. So, naja, das Gras ist ja jetzt nicht so schlimm.
irgendwie will das nicht laden. Naja. Ich weiß auch wirklich nicht, woran das liegt. Ob das jetzt am Aufnahmeprogramm liegt. Oder... So, was ist jetzt? Gib mal Tempo. Der will irgendwie nicht Tempo geben. Ah, Bingo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich glaube, wir fahren jetzt hier einfach gleich mal gerade durch. Also gerade durch nicht. Nehme ich mal die Vogelperspektive hier, um zu schauen, wo das nächste Gate ist. Boah, das ist schon ein ganz schön großes Ding. Hier von hier. Oben sieht man das nochmal richtig. Also, das ist wirklich krass. So, gut. Jetzt sieht es so aus, als würde das Gras laden. Gut. Sehr gut. So gefällt mir das. So, genau. Ja, jetzt freue ich mich, dass das hier endlich wieder geladen ist. Geladen hat. Schreibt's in die Kommentare, was ist richtig, was ist falsch. Könnte eigentlich auch mal so eine Live-Übertragung machen, oder? So Live-Übertragung, Let's Play. Was meinen die Zuschauer, ist am besten Außenlandung, Cockpitlandung und so weiter. So, ist das Gate überhaupt groß genug? Naja, ich packe das Ding jetzt einfach mal hier hin. Wir werden sehen. So, und stopp! Parkbremse setzen. Und das ist doch schon mal einigermaßen gut geparkt. So, ich hoffe, das Gate fährt ran. Ja, es funktioniert auch. Das wird jetzt nur an die zweite Tür ranfahren, glaube ich. So, jetzt müssen wir nur noch hier... Klappen sind hochgefahren, ne? Ja. Die Stürklappen... Was ist das denn? Naja, egal. Stürklappen sind auch und jetzt müssen wir nur noch hier... Die... Hört mir der Name nicht mehr ein. Die Triebwerke, genau, so hieß das. Diese eigenartigen großen Dinger. So, geht es rangefahren. Da können wir doch gleich mal die Tür hier aufmachen. So. Komischerweise fährt der Kofferwagen ran. Obwohl man bei diesem Modell keine Kofferklappen öffnen kann. Wie heißt eigentlich das Flugzeug? Frankfurt am Main. Cool. Habe ich gar nicht die Tokio erwischt. Vielleicht gibt es die auch gar nicht zum Downloaden. Naja. Wie immer schauen wir uns jetzt gleich auch nochmal die Sofortwiederholung an. Ich hoffe, das war jetzt nicht so die härteste Landung, aber ich hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl. So, müssen wir jetzt noch irgendwas machen? Ja, Lichter aus. Klappen sind oben. Eigentlich ist doch alles eingestellt. Ach so, klar, wir müssen uns noch eine schöne Perspektive raussuchen. Was ich mir vorgenommen habe, wie wir jetzt das Flugzeug immer verlassen sozusagen. Also es gibt einmal die zur Auswahl. Tja, das ist eben praktisch, wenn man... Oh, hier kommt schon der Crewwagen. Das ist eben praktisch, wenn man eine Live-Übertragung macht. So, welche Perspektive ist am besten? Also die, ne? Es gibt einmal die, dann gibt's die. Na gut, die steht jetzt eigentlich nicht so zur Debatte. Da sieht man jetzt nicht so viel. So, die hier. Oder die. Ich weiß es nicht. Nee, das sieht gut aus. Aber ich glaube, ich lasse das hier. Das hier so ein bisschen noch von oben. So, ich glaube, das lasse ich jetzt einfach. Ja, und damit sage ich...
Nein, ich wollte schon sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Nein, und damit sage ich bis gleich zur Sofortwiederholung. So, willkommen zurück zur Sofortwiederholung einer A380 von Lufthansa am Flughafen oder im Flughafen Heathrow in London. So, ihr werdet euch wundern bestimmt, warum ich hier jetzt nicht die normale Kontrollturm- oder Tower-Perspektive mache. Das geht leider nicht, also normalerweise schaue ich mir die Landung nicht an, aber ich hatte noch in Erinnerung, wo ich das letzte Mal gelandet bin, dass das da nicht so ging. Und deshalb muss ich das jetzt leider mit der Feste Beobachter machen, weil mit der Vorbeiflug geht das leider irgendwie auch nicht. So, aber wir machen das jetzt auch... Aber wir machen das jetzt auch nochmal gleich mit der Passagieransicht. So, das war eigentlich eine ganz weiche Landung, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Die war doch gar nicht mal so schlecht. So, Umkehrschub ist auch eingeschalten. Bei der A380 ja nur bei 2 Triebwerken, weil das ja sonst, habe ich mal gehört, weil das ja sonst hier vielleicht den Dreck aufwirbelt und das dann alles kaputt gehen kann oder auch eben explodieren kann. So, gut, und jetzt schauen wir uns gleich nochmal die andere Perspektive an. So, jetzt hier nochmal die andere Perspektive, und zwar die Passagierperspektive. Die sieht beim A380, finde ich persönlich, noch ein bisschen geiler aus als bei der 747, mit der wir das letzte Mal geflogen sind. Weil, ja, es ist einfach so, das sieht einfach geiler aus. Und davon abgesehen, finde ich, ist der A380 auch einfach geiler. Also ich finde Airbus einfach cooler und stylischer als Boeing. So, jetzt schauen wir mal, wie das hier von den Passagieren aussieht. So, wenn das jetzt schon die Landung war, dann war das doch wirklich ziemlich weich. Ja, vielleicht gibt es eigentlich noch, fällt mir gerade ein, so eine Fahrwerkperspektive. Mal schauen, ob es das hier gibt. Nee, Nose Gear. Nee, die wollen wir nicht sehen. Die sieht ein bisschen komisch aus. Was ist das hier? Ach, das ist die Perspektive, die ist auch ganz lustig. Aber, warte, Nose Gear Cam. Vielleicht kann man da nach hinten machen. Ja, cool. Da können wir das mal von der Perspektive nochmal machen, wie wir das letzte Mal das bei der Boeing gemacht haben. Ja, genau, also dann nochmal bis gleich mit der Perspektive. So, jetzt nochmal die Landung mit der Fahrwerkperspektive. Das sieht ja auch schon mal ziemlich spektakulär hier aus. Ich glaube, man kann ja... Ja, das sieht natürlich auch cool aus. Aber... Ja, das ist wie hier bei der Boeing. Kann man dann auch nochmal auf die Seiten schauen. Und hier oben ist der Frachtraum, so wie es mir ausschaut. Oder? Ja, das muss bestimmt der Frachtraum sein. So, And Richard. Das sieht doch mal ziemlich gut aus. Das ist wirklich also eine weiche Landung gewesen. Bloß ich bin leider hier dann noch am Ende ein bisschen abgedriftet. Könnte man es vielleicht mal so ausdrücken. Naja, Umkehrschub ist wie immer eingeschalten. So. Also wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einfach mal einen Daumen nach oben. Ja, wenn ihr eine andere Strecke oder einen anderen Flugzeugtyp wollt oder eine andere Uhrzeit oder was es auch immer noch gibt, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Ich mache das dann gerne, wie ihr hier seht. Ja, und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.